Herzlich willkommen auf unserem Kanal Celebrity Deathmatch. Im Jahr 1970 wurde Karen Gressel durch ihre Rolle als Caroline Ingalls in der Fernsehserie Unsere kleine Farm bekannt. Diese Rolle bekam sie lediglich durch einen Zufall. Nach dem Vorbild ihrer Mutter spielte sie diese Rolle von 1974 bis 1982. Während ihrer Tätigkeit bei der Shakespeare Company in England kehrte Gressel nach Los Angeles zurück, um eine Hauptrolle in einem Independent-Film zu spielen. Allerdings platzte dieses Projekt und sie verlor all ihr Geld. Ihr Agent schickte sie dann zum Vorsprechen für eine Serie mit Michael Landon. Da sie kein großer Fernsehzuschauer war, musste sie noch nachfragen: Welcher ist das denn? Er sagte: Das ist Little Joe. Nach dem Vorsprechen der zweiten Szene sei Landon wie ein Springteufel aufgesprungen und sagte: Bringt sie in meine Garderobe. Ich habe sie meiner Mutter nachempfunden. Wenn man Laura Ingalls Wilders Bücher liest und Fotos sieht, wird man feststellen, dass Caroline sehr zäh war. Meine Mutter ritt barfuß zur Schule und als junge Frau unterrichtete sie in einem Einraum-Schulhaus. Also nahm ich ihren Charakter, ihre Stärke und ihre Weisheit und gab Caroline das in die Hand. Karen Gressel, wie sie früher aussah und wie sie heute aussieht. Gressel setzte sich auch am Set durch. Das machte die Zusammenarbeit mit Landon nicht leicht. Als die Serie in den Top 10 war, sagte ich: Mensch, es ist Zeit, meinen Vertrag neu zu verhandeln. Landon wollte mich dann aber nicht bezahlen. Dass Landon nicht immer ein Engel auf Erden war, bestätigten auch andere Darsteller. Im nächsten Video werdet ihr erfahren, warum Michael Landon nicht immer ein Engel auf Erden war. Bleibt dran! Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es, gebt einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal.